Hallo und willkommen zum Video Wirkung digitaler Medien im Unterricht. Egal, ob Sie den Begriff Medienwirkung schon einmal gehört haben oder nicht, er klingt erst einmal logisch und selbsterklärend. Die Medienwirkungsforschung beschäftigt sich mit der Wirkung von Medien auf Menschen. Darunter fallen Fragen wie: Machen Computerspiele aggressiv? Oder macht das Internet einsam? Wie der deutsche Kommunikationsprofessor Wolfgang Schweiger in seinem Aufsatz Grundlagen, was sind Medienwirkungen, Überblick und Systematik schreibt. So einfach und eindeutig, wie es jetzt vielleicht klingt, ist die Medienwirkungsforschung aber leider nicht. Zuerst muss geklärt werden, was wir mit Medienwirkung überhaupt meinen. Es gibt nicht die eine Wirkung von Medien, sondern verschiedene Wirkungsebenen. Man kann Medienwirkung auf der Ebene der Gesamtgesellschaft, einer Gruppe oder eines Individuums untersuchen. Bei Individuen wirken Medien sich auf Kognitionen, zum Beispiel Wissenserwerb, Affekte, Gefühlsreaktionen, Stimmungen sowie die Einstellung und das Verhalten aus. Dabei muss man bedenken, dass das gleiche Medium mit dem gleichen Inhalt nicht auf alle Personen gleich wirkt. Im Gegenteil. Es kann, wie der österreichische Kommunikationswissenschaftler Roland Burkhardt schreibt, Zitat, nahezu jeder Inhalt auf nahezu beliebige Weise vom jeweiligen Rezipienten benutzt werden. Wie Sie sehen, handelt es sich bei der Medienwirkungstheorie um ein durchaus komplexes Feld, das auch vom Blickwinkel der Forschung abhängig ist. Im Bereich der Politik und der Wirtschaft wird Medienwirkung beispielsweise anders untersucht als in der Kommunikationswissenschaft oder in der Pädagogik. In diesem Video behandeln wir die Wirkung von digitalen Medien auf Lehren und Lernen. Ob digitale Medien einen Nutzen für den Lernerfolg haben, ist ein komplexes Thema. In den nächsten Minuten erfahren Sie mehr über verschiedene Studien zu den Auswirkungen von digitalen Medien auf den Unterricht und über weitere Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen. Am Ende bekommen Sie noch Hinweise für die Praxis, wie Sie digitale Medien wirkungsvoll in Ihren Unterricht einbauen können. Lassen Sie uns also zuerst anschauen, welche Wirkungen den digitalen Medien im Unterricht überhaupt nachgesagt werden. Der deutsche Mediendidaktiker Michael Keres fasst einige Erwartungen an digitale Medien in seinem Artikel Wirkung und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung so zusammen. Medien tragen zu einer höheren Motivation bei. Das Lernen mit digitalen Medien, mit Bildern und Simulationen macht mehr Spaß und schafft einen engeren Bezug zur Situation der Anwendung. Medien führen zum Wechsel von fremdgesteuertem Lernen hin zu selbstorganisiertem Lernen. Bei Lernen mit digitalen Medien kann der Einzelne sein Lerntempo, aber auch die bearbeiteten Lerninhalte selber steuern. Medien führen so zu einer Veränderung der Rolle von Lernenden und Lehrenden. Die Lehrenden werden zu Beratern von Lernenden, die ihren Lernprozess zunehmend selbstständig steuern. Das alles soll zu gesteigerter Effizienz, verkürzter Lerndauer und letztendlich zu besseren Lernergebnissen führen. Auf diese hohen Erwartungen folgt jedoch schnell die Ernüchterung. Wie die empirische Forschung zeigt, kann man nicht von einer unmittelbaren Wirkung digitaler Medien auf den Lernerfolg ausgehen. Doch das bedeutet nicht, dass digitale Medien im Unterricht nicht verwendet werden sollen. Im Gegenteil. Sie führen zwar nicht automatisch zu besseren Lernergebnissen, ermöglichen es aber, den Unterricht anders zu gestalten. Beim Thema Unterrichtsgestaltung sind nun Sie als Lehrperson am Zug. Ihr Medienangebot darf nicht nur aus dem digitalen Medium allein bestehen, sondern muss entsprechende Strukturen, Inhalte und vor allem auch Ziele haben, die zu den Unterrichtsprozessen und zu den gewünschten Lernzielen passen. Deshalb muss ein entsprechendes mediendidaktisches Konzept erarbeitet werden. Die Lehrpersonen benötigen dafür Wissen in Fachwissenschaft, Fachdidaktik, entsprechende Medienkompetenz und, nicht zu vergessen, eine aufgeschlossene Haltung gegenüber digitalen Medien. Bei der Planung des Unterrichts ist außerdem immer zu bedenken, dass die Lernenden verschiedene Voraussetzungen mitbringen. Ihre soziokulturellen Hintergründe, ihr Vorwissen, ihre kognitiven Ressourcen und ihr Interesse führen zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Arbeit mit digitalen Medien,
wie der deutsche Bildungsforscher Bardo Herzig betont. Gibt es ein ausführliches mediendidaktisches Konzept, können digitale Medien den Unterricht auf vielen Ebenen bereichern. Um mit Richard Heinen und Michael Keres zu sprechen, Zitat: Mediengestützte Lernarrangements unterstützen die Selbststeuerung beim Lernen, kooperative Szenarien und flexible Angebote zur Individualisierung von Lernangeboten, die der Vielfalt der Lernenden entgegenkommt. Sie schaffen die Möglichkeit, authentische Materialien einzubauen, was problemorientierte didaktische Methoden stärkt, und sie erleichtern Projektarbeiten und kooperatives Arbeiten. Durch den Medieneinsatz erreicht man also andere Lernziele. Zum Abschluss gibt es nun, wie versprochen, konkrete Hinweise für die Praxis. Bereits 2006 präsentierte eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern in einem Workshop zu Computer-Supported Collaborative Learning in Amsterdam eine breite Auswahl von Lernaktivitäten, die wirksames Lernen mit digitalen Medien unterstützen. Viele dieser Begriffe decken sich mit den Operatoren, die wir in Österreich für Aufgaben der standardisierten Reifeprüfung einsetzen. Durch den Einsatz von digitalen Medien können Lernende reale Umgebungen mit digitalen Anleitungen erforschen, beispielsweise im Biologieunterricht, Daten erfassen, um später damit zu arbeiten, beispielsweise Bild, Ton oder Videos, ihre erfassten Daten und digitale Tools nutzen und Lernobjekte erstellen und gestalten, ihre eigenen Lernobjekte teilen, testen, mit anderen vergleichen, mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern diskutieren, synchron oder asynchron, schriftlich oder mündlich, ihre Lernobjekte aufgrund von Feedback adaptieren und verbessern und nicht zuletzt mit Hilfe von kollaborativer Software anhand von Testergebnissen und Kommentaren über sich selbst reflektieren. Lassen Sie uns diese Aktivitäten nun mit den Anforderungsbereichen der standardisierten mündlichen Reifeprüfung vergleichen. Auf der ersten Stufe geht es um Reproduktion, auf der zweiten Stufe um Reorganisation und Transfer und auf der dritten Stufe um Reflexion und Problemlösung. Die meisten der genannten Aktivitäten lassen sich auf den höheren Stufen einordnen. Dem Lernen und Lernen mit digitalen Medien wird ja häufig vorgeworfen, dass es sich mit Kahoot, Quizlet und Co. zu sehr auf der Ebene der Reproduktion bewegt. Wie Sie sehen, ist das aber bei entsprechender Planung und Auswahl von Aktivitäten nicht der Fall. Mit Hilfe von digitalen Medien können Sie alle Anforderungsbereiche abdecken und die sogenannten Higher Order Thinking Skills fördern. Letztendlich ist die Wirkung von digitalen Medien davon abhängig, wie Sie sie für Ihren Unterricht aufbereiten. Digitale Medien schaffen spannende, neue Möglichkeiten und können die Lernenden zum Experimentieren und Diskutieren bringen, wie Diana Laurie-Lahr, Professorin für Lernen mit digitalen Technologien am University College London betont. Wichtig ist es aber, dass Sie die Lernenden immer anleiten und unterstützen. Für die beste Lernerfahrung muss das Lerndesign vielfältig genug sein, um der Vielfältigkeit sowohl der digitalen Medien wie auch der Lernenden selbst zu entsprechen. Sie sehen also, Ihre Kompetenz als Lehrperson spielt eine große Rolle bei der Wirkung von Medien auf den Lernerfolg. Deshalb lade ich Sie dazu ein, sich genauer mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen, um die Wirkung digitaler Medien im Unterricht besser zu verstehen.